Es ist das Video, auf das wir alle gewartet haben. Eine weitere Zerstörung von Rezo. Und zwar diesmal keine Zerstörung der CDU, sondern die Zerstörung von Germany's Next Topmodel. Ich muss dazu sagen, ich habe nie Germany's Next Topmodel geguckt. Ich habe schon immer diese Show verachtet, weil sie für unfassbar schlimme Werte steht. Was ich viel krasser finde, das hatte ich gestern getweetet, also followed auf jeden Fall meinen Twitter. Mit dieser Staffel, wo es auf einmal um Diversität geht. Oh my God, I love diversity. Diversity is the best. Jahrelang Frauen diskriminiert aufgrund irgendwelcher kleinen Fehler. Einmal, wo über Diversität endlich mal geredet wird, wo Leute endlich mal Wert auf Diversität legen und stolz auf ihre vielleicht auch kleinen Fehlerchen sind. Auf einmal ist Heidi Klum voll diverse geworden? Glaube ich ihr nicht. Okay, wir haben ein Problem. Chat, wir haben ein Problem. Wir haben einen cracksüchtigen Kater. Und ich würde sagen, wir gehen rein in das Video, denn Rezo zerstört Heidi Klum. Yep, das ist es. Spiel das verdammte Video ab! Immer mehr ehemalige Teilnehmerinnen erheben Vorwürfe gegenüber ProSieben, der Sendung Germany's Next Topmodel und insbesondere Heidi Klum. Und dabei endlich. Und da muss man ganz kurz eine Sache dazu sagen. Warum erst in 2022? Die Sendung war schon immer vollkommener Schmutz. Immer mehr ehemalige Teilnehmerinnen erheben Vorwürfe gegenüber ProSieben, der Sendung Germany's Next Topmodel und insbesondere Heidi Klum. Und dabei geht es nicht nur um TV-Fakeness oder eine leicht falsche Darstellung oder so, sondern es geht dabei um drastische Manipulationen, Lügen bis hin zum Vorwurf des Missbrauchs. Ich habe diese Sendung persönlich nie verfolgt. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen einfach mal recherchiert. Ich habe zusammen mit Lisa und Jakob eine Menge Germany's Next Topmodel geguckt. Und dabei bin ich immer tiefer in dieses Rabbit Hole irgendwie reingegangen. Und Rezo jetzt traumatisiert. Ich glaube, was wir ganz oft bei der Show vergessen, egal wie ekelhaft diese Sendung ist, dass dort sehr viele minderjährig sind. Was die Sache nur noch schlimmer macht. Maybe hatten die einen Vertrag tatsächlich auch so. Die haben eine Verschwiegenheitsklausel, wo sie nicht über diese unangenehmen Sachen bei Germany's Next Topmodel reden dürfen. Aber zum Glück haben sich einige Kandidaten gegen diese Schweigepflicht jetzt gesetzt und klären trotz dessen auf. Und das ist super wichtig, denn das ist ja auch Aufklärung. Ganz ehrlich, ich komme nicht auf mein scheiß Leben klar, dass diese Sendung noch nicht abgesetzt wurde. Ich zeige euch in diesem Video, was aus meiner Sicht die kritischsten Seiten von Heidi und Co. sind. Ich werde auch die wichtigsten aktuellen Vorwürfe der Teilnehmerin zusammenfassen und auch direkt mit Beispielen teilweise stützen. Davor möchte ich aber gerne noch ein paar andere Stellen und Maschen zeigen, die mir bei den Recherchen aufgefallen sind und die ich besonders ekelhaft finde. Es ist ein relativ spontanes Video. Let's go. Mach den Mund auf, sei sinnlich. Den Mund auf, Baby. Wenn ich das als Mann sage, bin ich direkt auf Twitter gecancelt. Ja, definitiv, aber Heidi Klum darf das sagen. Sei sinnlich. Ich habe jetzt nicht jede Staffel durchgeguckt. Das habe ich zeitlich gar nicht geschafft. Aber ich habe aus jeder Staffel einige Stellen gesehen. Und die erste Sache, die ich daran sehr, sehr kritisch finde, sind die Stellen, in denen junge Frauen dazu gebracht werden, sich für das ProSieben-Publikum zu sexualisieren. Und zwar in praktisch jeder Staffel. Und nochmal ganz klar an der Stelle, jeder kann sich selbst sexualisieren, wie er oder sie möchte. Es geht mir um die Art, wie diese Frauen dazu gebracht werden, sich zu sexualisieren, auch wenn sie es vielleicht gar nicht möchten. Man sieht nämlich sehr regelmäßig in dieser Sendung Mädchen bis junge Frauen, die sich sichtlich unwohl dabei fühlen, sich so nackt und so sexy zu geben, wie Heidi es von ihnen verlangt. Da fühlt man sich schon unwohl. Ich habe auch schon. Es ist so heftig, oder? Das sind ja wirklich ganz oft junge Mädels, die da gar keinen Bock drauf haben. Ich meine, Modeln muss nicht immer nur super nackt. Dann hätte es die Sendung genau ein Jahr gegeben, wenn Heidi Klum ein Mann wäre. Eine Frau. Und das finde ich am verwerflichsten an Heidi Klum. Jetzt nur auf Heidi Klum gesehen. Eine Frau, die selber durch dieses Business gegangen ist, was wirklich ein sehr hartes Business ist. Man kennt es ja immer wieder, man hört immer wieder Gerüchte über Model-Business und, dass da, man wird ja da sowieso sexualisiert, ist klar, weil es geht um deinen Körper, du musst etwas verkaufen. Aber was da auch, wie Karl Lagerfeld mal gesagt hatte, früher war das Model-Business viel besser. Als Zahlung hatte man damals Kunden einfach Models geschickt. Das ist Prostitution. Und das ist ein hartes Business. Und Heidi Klum als Frau, die selber durch dieses harte Business gegangen ist, in einer noch viel schlimmeren Zeit, hoffentlich, ich hoffe, es ist besser geworden, sollte es doch besser wissen, sollte doch die Frauen ein bisschen besser darauf vorbereiten, dass sie genau nicht in solche schrecklichen Verhältnisse kommen, oder? Heidi Klum ist genau in einer Position, ein bisschen was in diesem Model-Business zu verändern. Sie hat die Reichweite, um Dinge anzusprechen. Aber was macht sie? Profit. Aber mal dumm gefragt, man bewirbt sich da doch nur, wenn man es selber schaut. Dann sollte man doch damit rechnen, oder? Das ist genau die Aussage, die sehr viele gerade sagen. Ja,
definitiv bewirbst du dich und weißt, worauf es ankommt. Aber, was wir sehr oft vergessen, sehr junge Mädels, keine Ahnung von vielen Dingen haben, die noch sehr naiv und blauäugig auf diese Show gucken und einfach einen Traum haben, Model zu werden. Die warten dann, bis sie 16 sind und bewerben sich dort dann selber. So sexy zu geben, wie Heidi es von ihnen verlangt. Da fühlt man sich schon unwohl. Ich habe auch schon mehr gemacht, als ich wollte, was für mich sehr, sehr, sehr unangenehm war. Es ist halt auch ein bisschen unangenehm, so vor der Kamera zu stehen. Habe ich ja noch nie gemacht, ne? Noch nicht mal vor meinem Handy. Das war gar nicht mein Fall. Ich habe noch nie nackt oder irgendwas gemacht. Alle aus meiner Schule sehen mich dann. Sie hat die ganze Zeit gesagt, ich möchte nicht nackt sein, ich möchte nicht im Bikini abgelichtet werden. Sie wollte eigentlich einfach gar nichts, irgendwie keine Haut zeigen. Ready? Ja, Heidi. Ganz ehrlich, jetzt mal ganz, ganz kurze Frage. Seit wann müssen Models sich nackt zeigen? Klar, wenn du zum Playboy gehst oder so, absolut, ne? Das willst du ja aber auch selber. Hä, aber wie viele Models seht ihr also wirklich auf Werbeplakaten, die nackt sind? What the Ready. Solche Stellen gibt es extrem viele. Und Heidi bestätigt auch, wie regelmäßig sich die Mädchen bei ihr unwohl fühlen. Es ist jedes Jahr immer das Gleiche, dass dann irgendwie ein Mädchen kommt und sagt, ja, ich fühle mich zu nackt oder ich will nicht so viel Haut zeigen. Also, warum sie nicht einfach weiterhin dazu drängen, anstatt mal zu denken, wow, es ist jedes Jahr dasselbe, maybe sollten wir was ändern. Ich denke, bei Sachen wie Calzedonia oder Hautpflegeprodukten sind schon sehr nackte Fotos, aber trotz allem in Unterwäsche. Also es ist immer wieder ein Déjà-vu. Ja, Heidi, wenn das immer ein Déjà-vu ist, dass Leute in deinem Umfeld sagen, ey, ich möchte mich nicht so ausziehen, Heidi, wie du es von mir gerne hättest. Macht das was mit dir? Es war schon immer so, müssen wir nicht dran ändern. Es gab schon immer Rassismus, wird es immer geben. Oder es gab schon immer Sexismus, muss man nicht ändern. Wenn wir alle dran arbeiten, gezielt dran arbeiten, besonders solche Stars, die auch Einfluss haben, dann könnte sich was ändern. Man könnte ja daraus Schlüsse ziehen. Also wenn jetzt meine Gäste in meinen YouTube-Videos mir regelmäßig sagen würden, ey, Rezo, so wie du willst, wie ich vor der Kamera bin, so nackt und so freizügig, so fühle ich mich einfach nicht wohl, dann könnte ich ja auch daraus Schlüsse ziehen. Maybe ziehst du dann auch irgendwelche Schlüsse daraus, anstatt einfach zu sagen, so, yo, gehört halt dazu. Ja, ist halt Tradition. Geld und Einfluss, um eine menschenfreundliche Modelbewerbungsagentur zu eröffnen, wäre halt langweilig fürs Fernsehen. Das ist ja nochmal eine weitere Sache, finde ich, die bei diesem Shitstorm so ein bisschen vielleicht auch nochmal Auswirkungen nehmen sollte. Und zwar, dass diese ganzen menschenunfreundlichen Formate vielleicht mal mehr überdacht werden, gecancelt werden. Armes Deutschland, Hartz IV, Frauentausch und. Das ist alles menschenverachtendes Fernsehen. Dass es Frauen hier nicht gut geht. Aber besonders widerlich finde ich persönlich die Art und Weise, wie diese Mädchen und Frauen dazu gebracht werden, dann doch das zu tun, was sie eigentlich nicht von möchten. Und zwar exakt nach den typischen Casting-Couch-Methoden. Zum einen wird halt direkt gepusht. Mach den Mund auf, sei sinnlich. Dem Dusty ist kalt, mach den mal ein bisschen heiß, den Dusty. Zum anderen wird aber auch klar gemacht, Junge, wenn du groß rauskommen möchtest, mach das jetzt hier. Die anderen Mädchen, die machen das. Die wollen ihren Traum erreichen. Willst du deinen Traum nicht erreichen? Du musst jedes Mal dran denken, ihr kämpft alle miteinander. Das sind immer so viele Excuses. Kennt ihr das? Das ist so krass bei Frauen. Also oft bei Frauen. Es gibt nur eine da oben. Es kann nur eine werden. Ah, wenn du schon allein bei dieser Show bist, machst du ja schon was für deine Modelkarriere. Also vielleicht, wenn du sie auch nicht gewinnst, hast du ja trotzdem was für deine Karriere gemacht. Dieses permanente, es gibt nur die eine. Wenn du das nicht machst, wirst du rausfliegen, dann wirst du nicht die eine. Das baut ja so viel Druck auf. Nehmen wir mal an, heute wäre ein Job zu vergeben. Würde er dich buchen nach dieser Performance jetzt gerade? Wahrscheinlich nicht. Oft merkt man ihr an, dass sie doch noch sehr jung ist. Und der Konkurrenzkampf wird immer härter. Do you want to be a model? Yes, I want to be a model. Willst du überhaupt Model sein? Willst du das hier überhaupt? Deinen Traum? Dann zieh dich aus! Aber das Traurigste ist, dieses sich selbst zu sexualisieren, obwohl man das gar nicht möchte, haben die Mädchen schon verinnerlicht. Wenn es an mir gegangen wäre, wäre ich natürlich draußen geblieben und hätte das nicht mitgemacht. Aber natürlich bin ich ja hier auch, um was zu erreichen. Ich will unbedingt eine Runde weiter. Ich will unbedingt. Ich mach's ja auch dafür, aber ich find's trotzdem irgendwie blöd. Für mein Alter. Und selbst wenn eine Frau wirklich ganz deutlich sagt bei einem Shoot, nein, ich möchte bei diesem Shoot jetzt den BH anbehalten, dann wird so krasser Druck aufgebaut, dass sie sich dann selbst dazu entscheidet, doch blank zu ziehen. Weil das haben wir bei den anderen ja auch nicht gemacht. Das Shooting, das ist nude und das muss man fotografieren. Ja, und wenn sie das nicht will, dann gibt es ja halt kein Foto. Ja, also wenn du dich jetzt nicht ausziehen möchtest, dann kannst du gehen. Ich kann jetzt dann verpiss dich. Ganz einfach, ja. Menschen stehen vor dir, einmal Heidi Klum und einmal ein Fotograf und sagen zu dir, wenn du dich hier nicht ausziehst, freiwillig, dann gehst du.
den BH anbehalten oder wie? Und nach dieser Unterhaltung konnte sie sich halt jetzt selbst entscheiden, wie sie weiterverfahren möchte. Und man muss wirklich kein Psychologe sein, um in den nächsten Szenen zu sehen, wie sehr diese junge Frau gebrochen wurde. Wer guckt sich das hinten dran an? Guckt sich das an, wie zwei erwachsene Menschen ein Mädel dazu nötigen, sich nackt zu machen und segnet das ab und sagt, ja, das kommt in die Show, das ist gut. Stellt euch vor, das wäre ein YouTuber oder ein Streamer. Alter, der wäre doch schon nach einer solchen Aussage geshitstormt worden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Geht mal auf eine Baustelle. Guckt dir mal die Show an. Die Würde des Menschen ist sowas von antastbar. Ich zieh's jetzt einfach durch. Letizia! Great. That's the spirit we like. Aber das verstehst du schon, Letizia, dass ich wegen dir... That's the spirit we like. Ja, wir lieben es, junge Mädels zu nötigen, sich nackt zu machen. Und man sieht einfach, wie unfassbar abgefuckt sie ist. But that's the spirit we like. Das sind die Eltern schuld, wenn sie nicht nachhaltig Medienkompetenz vermitteln. Okay, stell dir vor, du hast Alkoholiker als Eltern, Drogenabhängige oder Eltern, die sich einfach einen Scheiß um dich interessieren. Also ich finde es immer auch krass, alles auf die Eltern zu schieben. Klar, bei normalen Eltern, sagen wir normale Eltern oder Eltern, die einfach ihr Kind lieben und sich Sorgen machen, ist es voll nachvollziehbar, definitiv, bin ich bei dir. Aber es sind nicht alle Eltern so. Verstehst du schon, Letizia, dass ich wegen dir keine Extrawurst machen konnte, oder? Fühlst du dich zu nackt? Ich meine, ihr seht... Ich hätte jetzt keinen Unterschied gesehen, wenn ich jetzt ein BH dazu angehabt hätte. Aber es geht ums Prinzip ein bisschen auch, ne? Und dass du so... Ach so, es geht ums Prinzip. So ein kleines bisschen motzig war es beim Fotoshoot, das hat dir ganz gut gestanden auch. Stimmt, ja. Aber das kann man nicht bei jedem Schuh machen, ne? Ist ein bisschen motzig heute. Die Kleine ist bei mir auf der Abschussliste. Weil sowas will man eigentlich gar nicht haben, ne? Das brauchst du. Komplizierte Mädels. Vergiss es. Sowas will man gar nicht haben. Mädels, die nicht direkt alles tun, was man sagt, die vielleicht ihren eigenen Kopf haben. Das ist genau wie wenn jemand sagt, du musst jetzt mit dem Fotografen ins Bett hüpfen und sie sagt, nein, solche komplizierten Mädels wollen wir hier nicht. Und das ist so krass, das meine ich, dieser Hintergrundgedanke, dass da Leute in der Redaktion saßen, sich das angeguckt haben und dachten, ja, das nehmen wir mit rein. Heidi, ihr manipuliert eine gerade so volljährige Teenagerin dazu, sich vor euch auszuziehen. Sie sagt ganz klar, dass sie das nicht möchte, ist auch für den Shoot überhaupt nicht notwendig, aber ihr baut so lange Druck auf, bis sie irgendwann resigniert und gebrochen ist. Und dann lässt sie es über sich ergehen und ihr dürft ihren Körper so benutzen, wie ihr es wollt. Und danach, und das macht mich besonders sauer, hast du Heidi und dieser widerliche Fotograf noch die Dreistheit, über sie hinter ihrem Rücken zu lästern, wie anstrengend sie war, dass das ja gar nicht geht, dass sie gezögert hat? Eure ganze Art ist einfach nur Abfall. Und das, was abartig und absolut menschenverachtend. Was in dieser Sendung passiert, gehört eben nicht einfach so zum normalen Model-Business dazu. Glaube ich auch nicht. Es ist nicht Gott gegeben, dass jedes Model mit komplett nackten Männern shooten muss, dicht an dicht, Körper an Körper, oder komplett nackt auf Pferden sitzen muss. Wann haben die je? Ich habe doch nie ein komplett nacktes Model auf Pferden gesehen. Und warum darf sie kein Höschen anziehen? Das kannst du doch wegphotoshoppen. Weil du ja auch ein hautfarbenes Höschen anhaben kannst und das wegphotoshoppen kannst. Digga, das ist eine Arbeit von 5 Minuten. Oder dass man auf einem Typen reitend fast nackt in der Öffentlichkeit rumtourt. Sowas ist nicht normal im Model-Business. Es gibt viele Models, die von diesem Job leben und sowas niemals machen. Heidi und ProSieben definieren einfach, dass das bei ihnen dazugehört. Die sagen einfach, das ist so. Für mich, für diese Sendung, müsst ihr das halt tun. Machen. Aber das macht's nicht besser. Und um das kurz klarzumachen, folgende Analogie. Ein 40-jähriger YouTuber, der ist Multimillionär und der macht ganz crazy Vlogs. Und in den Vlogs gibt es zum Beispiel Partys und da sind alle Leute cool am Chillen und am Feiern oder so. Und jetzt stell dich mal vor, dieser ältere YouTube-Millionär würde dann zu ganz, 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 ganz jungen Frauen, zu Teenagern hingehen und sagen, hey, du kannst gerne in meinem Vlog vorkommen. Ich kann dich gerne einladen und dann kommst du auch in den Videos vor und das könnte für dich eine Chance sein, auch in der Social-Media-Welt einen Push zu bekommen und groß. Die Leute würden ihn in der Luft zerreißen. Bei Heidi Klum und weil es im Fernsehen ist, ist es für uns irgendwie vollkommen normal. Und das meine ich, das ist wieder so dieses, das ist normal, wir sind es gewohnt, warum wir etwas ändern? Man kennt es doch nicht anders. Genau dann sollte man etwas ändern. Nur weil etwas normal ist und seit Hunderten oder seit Tausenden von Jahren praktiziert, sollte weggecancelt werden. Und ich bin so happy, dass in 2022, dass du nicht mehr alles sagen kannst, ohne dafür
gecancelt zu werden. Genau wie der Bürgermeister von Frankfurt hat er irgendwelche Stewardessen angemacht. What the fuck? Du bist der Bürgermeister von fucking Frankfurt. Benimm dich dementsprechend. Und lass deine dummen Herrenwitze sein, die vielleicht mal vor 50 Jahren in Ordnung waren. Ich finde es gut, dass wir endlich dazu kommen, dass nicht mehr alles gesagt werden darf, ohne Konsequenzen tragen zu müssen. Und dann sagt er aber, zieh dich aus. Wenn Leute nackt sind, dann klicken sich meine Vlogs besser. Deswegen gehört das bei mir dazu. Definiert er einfach so. Und jetzt zeig deine Brüste. Oder du fliegst. So ein Verhalten eines YouTubers wäre exakt dasselbe. Das ist ethisch gesehen genau dasselbe. Er definiert für sich, das ist für mich wichtig, das gehört für mich dazu. Und die Girls können sich ja frei entscheiden, was sie wollen. Wollen sie ihren Traum erreichen oder nicht? Das heißt insbesondere für euch, entweder ihr müsst beides in Ordnung finden, das, was Heidi macht, aber dann auch das, was dieser fiktive YouTuber machen würde. Ja. Wenn beim fiktiven YouTuber dann unter Tränen sich die Teenager ausziehen würden für seinen Content, weil sie können ja damit Social Media Star werden, dann findet ihr das beides in Ordnung. Oder ihr findet beides, diesen fiktiven YouTuber und Heidi, gleichwertig verwerflich. Alles andere wäre nicht rational und nicht logisch. Nur weil wir konditioniert sind, das eine normaler zu finden, macht es das nicht besser. Ja. Okay, kurzer Rant zu Ende, wieder anderes Thema. Es ist nämlich, by the way, ziemlich ironisch, was die teilweise für Shootings machen. Zum Beispiel dieses Shooting, wo sie nackt in Rosenblättern liegen. Das ist aus dem Film American Beauty. Und in diesem Film, insbesondere in dieser Szene in dem Film, geht es nämlich genau darum, dass ein alter Mann eine junge Schülerin sexualisiert, sich sie nackt vorstellt, weil er sie bangen möchte. Also genau das, was eben passiert, wenn ProSieben diese Szenen an ein Millionenpublikum im Fernsehen ausstrahlt. Aber was? Also diese Assoziation, ne? Älterer Mann, junges Mädel, super sexy. Spiel mit diesem Klischee. Also eigentlich Heidi Klum einfach so eine Mutti. Aber warte ganz kurz, ich muss jetzt, glaube ich, mit meinen Vorwürfen hier aufpassen, weil Heidi und Co., die würden doch niemals absichtlich Minderjährige sexualisieren. Oder? Niemals. Du bist nicht die Frau fürs Leben, sondern du bist die Frau für die Nacht. In fast allen Germany's Next Topmodel Staffeln sind Teile der Kandidatin minderjährig. Und zwar nicht als Randerscheinung. Also in manchen Staffeln war die Siegerin minderjährig, in noch mehr Staffeln waren die Top 3 Minderjährige dabei. Ich sag's euch ja, das geht ab 16. Das geht ab 16. Du bist nicht die Frau. Stellt euch vor, ihr kriegt von einem 40-jährigen Typen gesagt, du bist nicht die Frau fürs Leben, du bist die Frau für eine Nacht. Let's go. Eine 16-Jährige wissen, was überhaupt, wie man überhaupt eine Frau für eine Nacht ist. Ich wüsste nicht mal, what? Minderjährig, in noch mehr Staffeln waren die Top 3, waren Minderjährige dabei. Teilweise waren in Staffeln alle drei der ersten drei Plätze minderjährig. Das ist schon mal weird, aber nur weil die da mitmachen, werden die ja nicht fürs Publikum sexualisiert. Nein, nein, nein. Oder? Naja, doch. Hier sollen zum Beispiel verschiedene Minderjährige mit einem Typen rummachen. Mal sehen, wie sich Lisa und Betty mit Ole vergnügen. Und nur um kurz klarzumachen, wie abgefuckt das ist. Am lustigsten fand ich den Dusty, der irgendwie immer ein Problem hatte mit seiner Hose oder was in der Hose drin war. Ich weiß auch nicht, das war ganz komisch. Also der fummelte sich andauernd in der Hose rum. Wirklich zum Totlachen, Heidi. Fand ich auch mega lustig, wie dieser fremde Typ immer so einen harten bekommen hat, während du so 16, 17-Jährige dazu gepusht hast, mit ihm rumzumachen. War wirklich mega funny. Also, das hat ja schon Comedy-Potenzial. Bei seinem Instagram-Post schreibt er dazu, I'm a lucky dude, Hashtag love my job. Auch mega lucky, dass er mit 16- und 17-Jährigen rummachen darf. Und hier jetzt noch lustig. Ein anderes 16-jähriges Mädchen, das von Heidi dazu gepusht wird, auf diesem Dude rumzugrinden. Sie sagt sogar selbst, wie unerfahren sie ist. Ja, ich fände es jetzt nicht so toll, wenn das jetzt mein erster Kuss wäre. Aber kein Problem, Heidi zeigt dem Mädchen ja, was das Mädchen zu tun hat, um weiterzukommen. Geh richtig mit der Hand hier so rein. Ja, aber auch, wenn sie sich dafür Mühe. Boah, man sieht gerade richtig, wie unwohl die sich fühlen. Ein jeglicher muss lernen, Nein zu sagen und sagen zu können, selbst wenn es kurzfristig Geld oder Karriere kostet. Bin ich 100% bei dir, aber du hast gesagt, das sind sehr junge Mädels, die einen Traum haben und denen vermittelt wird, wenn du nun mal Model werden möchtest, musst du das in diesem Business machen. Ich glaube mit 16, also ich wurde auch mal belästigt mit 16 oder ich glaube ich war 14 sogar, ne? Und mir fiel es auch sehr schwer, da irgendwas gegen zu machen, weil du wie in so einer Stockstarre bist. Du bist nun mal verdammt jung. Jetzt in meinem Erwachsenenleben, wenn mir irgendjemand zu nahe kommt oder so, weiß ich genau, dass ich Nein sagen kann und muss. Mit 16 hätte ich das nicht gekonnt. Mühe gegeben hat, das reicht Heidi einfach nicht. Sarah war schwach. Sie hat aber auch noch nie einen Freund gehabt und weiß nicht, wie man einen Jungen anfasst. Ja, Heidi, weil sie 16 ist. Ich find's auch echt unangenehm, wenn minderjährige Mädchen nicht wissen, wie man so einen richtigen Mann anfasst.
Ja, finde ich auch. Also mit 16 sollte man auf jeden Fall schon einige Männer gehabt haben, ne? Gibt mit 18 echt noch Menschen, die nicht mal einen Kuss hatten. Ich kenne einen, der ist 25 oder so, der ist noch Jungfrau. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Er darf ja für sich selber definieren oder darf ja für sich selber entscheiden, was für ihn okay ist und was nicht für ihn okay ist. Da haben wir ja nicht mit reinzureden. Und sowas sind keine Einzelbeispiele. Lena shootet in Unterwäsche, da sie noch minderjährig ist. Okay, also, falls sie noch minderjährig ist, ziehen wir ihr wenigstens Unterwäsche an. Was ist das alleine für ein weirder Satz? Wenn sie doch minderjährig ist, warum soll sie dann sexy in Unterwäsche sein? Du bist heiß, weil du bist nackt. Ich habe immer nur versucht, irgendwie, was weiß ich, sexy oder so zu wirken. Dann macht so ein creepy Fotograf Bilder von ihr, möchte dabei, dass dieses Mädchen ihn beleidigt, weirder Kink, und sagt sogar selber, dass sie sich unwohl fühlt. Lena was very nervous, she wasn't comfortable. Sie ist verkrampft, sie ist unsicher, sie ist nervös. Sie ist vor allen Dingen eins, Heidi. Minderjährig! Oder hier ein weiteres Beispiel von der 16-jährigen Natalie. Auf die Verführung achten. Du bist nicht die Frau fürs Leben, sondern du bist die Frau für die Nacht. Das hast du schön gesagt. Halleluja. Echt poetisch. Halleluja! Lieben wir. Widerwärtig, wirklich widerwärtig. Wie du so als alter Mann zu einer 16-Jährigen gesagt hast, dass sie gefälligst nur die Frau für eine Nacht sein soll. Deutsche Goethe. Naja, dann ist dieses Mädchen fürs ProSieben-Publikum nochmal extra sexy. Und diese unangenehmen alten Männer kommentieren das dann einfach mit She wants it und great. She wants it. Es gibt so viele solche Stellen. Allein im selben Shoot zu einer anderen Minderjährigen noch. Eine Art sexy move, sexy dance. Versuch sie ihn anzumachen. Ich hoffe sehr, dass sie da jetzt noch zwei, drei Schippen drauflegen kann, weil so wird das mit der Verführung nix. Nee, so wird das mit der Verführung nix. Auch die folgenden Mädchen sind minderjährig. Ist das sexy? No, it's not. Gucken. Immer ein kleines Zwinkern in den Augen. Immer ein kleines Zwinkern in den Augen. Sexy, sexy, sexy. Mach dich super sexy. Wir haben es verstanden, Heidi. Die minderjährigen Mädchen sollen sexy sein. In dem Fall sogar, während sie mit kaltem Wasser abgespritzt werden und völlig unterkühlt teilweise fast zusammenbrechen. Nicer Content eben. Aber warte, das ist ja eher eine Ausnahme, oder? Dass die Kandidatinnen da so psychisch und körperlich strapaziert werden. Die Produktion kümmert sich doch safe total gut um diese Mädchen. Würde niemals extra etwas dafür tun, dass diese Mädchen noch mehr belastet werden und mehr Stress ausgesetzt sind, als es notwendig wäre. Oder? Voll das Scheiß-Shooting, Mann. Weißt du, was wir machen mussten? Und jetzt kommen wir zu aktuellen Vorwürfen, die auch verschiedene Teilnehmerinnen in den letzten Tagen und Wochen so veröffentlicht haben. Einer der Hauptvorwürfe gegenüber der Produktion von Germany's Next Topmodel ist, dass Stress künstlich gepusht werden würde und die Möglichkeit für Stressabbau genommen werden würde. Einfach damit es Streit, Tränen und Zusammenbrüche gibt. Drama, Drama, Drama. Mal Stress und wie geht man damit um? Man zieht sich zum Beispiel zurück, man ist einfach mal für sich. Vielleicht zockt man was, vielleicht guckt man einfach mal Fernsehen oder man geht ans Handy oder man geht mal allein spazieren oder man spricht einfach mal mit Freunden. Sowas halt. Und verschiedene Teilnehmerinnen erzählen und bestätigen, dass genau das verboten wird. Also der Kontakt zu Familie und Freunden sei stark eingeschränkt und auch nur im Regelfall unter Begleitung von Kamera. Hier die Kameramänner hinterherrennen und ich in den Garten rennen musste oder ins Badezimmer, mir nichts anderes übrig blieb und du um 5 Uhr morgens geweckt wirst und du einmal diese riesen Linse vor dir hast und das war alles ein sehr traumatisierendes Erlebnis. Dem sagen verschiedene Teilnehmerinnen, dass man generell von der Außenwelt unnötig isoliert werden würde. Ihr habt kein Handy, kein Netflix. Wir hatten Fernseher, ja, aber die waren ausgestellt. Wir durften darauf nicht mal Netflix gucken. Netflix! Netflix! Also es gibt einzelne Aspekte, wo sich die Aussagen von verschiedenen Teilnehmerinnen unterscheiden. Zum Beispiel sagt eine Teilnehmerin, dass man in einer Staffel überhaupt nicht raus durfte. Und andere Teilnehmerinnen sagen, ja, wir durften überhaupt nicht raus ab einem bestimmten Punkt. Aber davor durften wir unter Begleitung kontrolliert teilweise raus. Aber diese Unterscheidung empfinde ich eher als marginal in Bezug zu den eigentlich viel stärkeren Vorwürfen, dass nämlich die Produktion angeblich ganz normale Stressventile wegnehmen würde, damit die mehr belastet werden. Aber Stressventile zu nehmen, ist ja auch nur die eine Seite. Die andere Seite wäre, aktiv was für Stress zu tun. Und dazu erzählen verschiedene Teilnehmerinnen auch einiges. Sieht man das auch relativ gut in der Sendung, finde ich. Ich meine, hier wird zum Beispiel in krasser Kälte nachts fast nackt geshootet, was ja erstmal eine körperliche Belastung ist, aber dann shooten die halt vor einem Greenscreen. Oh mein Gott! Dafür muss Oh mein Gott, ihr habt vollkommen recht. Das ist einfach ein Greenscreen. What the f***? Nachts fast nackt geshootet, was ja erstmal eine körperliche Belastung ist. Aber dann shooten die halt vor einem Greenscreen.
Dafür muss man nicht draußen sein. Das ist völlig egal, ob du dafür draußen bist. Das hätten die literally in dem nächsten Raum, in dem nächsten Zimmer machen können. Oder hier ein anderes Beispiel. Da mussten die auf einem Bett in der Öffentlichkeit einfach im ganz normalen Straßenverkehr auf einem Mann fast nackt rumgrinden. Und natürlich weiß die Produktion, man kann ja auch unterstellen, dass sie das geplant hat, dass es Leute gibt, die von allen Seiten Fotos machen. Deshalb auf der Straße, wir hier noch unsere Securities etwas gegen die Zuschauer und die Profikameras der Paparazzi ausrichten. Ach Mensch, Alter, da konnten wir als Produktion gar nichts gegen machen, dass das jetzt so passiert ist. Die Unterstellung, dass genau das natürlich der Plan und das Ziel war, liegt ziemlich nah. Aber jetzt kommt's, es geht nämlich noch weiter. Ausnahmsweise dürfen die jetzt einmal googeln. Die dürfen mal ins Internet. Komisch, dass die Produktion zufällig in dem Augenblick erlaubt, dass die mal ins Internet dürfen. Gleich mehrere Online-Seiten haben Fotos meiner Models veröffentlicht. Aha. Wie, dass das so passiert ist? Eine Aufnahme schockiert dabei alle am meisten. Alter, sowas können die doch nicht posten, Mann. Man kann mich da doch ganz... Alter. Und ein Mädchen hat es ganz besonders hart getroffen und die telefoniert dann natürlich mit ihrem Freund. Mann, weißt du, was wir machen mussten? In Unterwäsche auf einem Bett über den Hollywood Boulevard fahren mit irgendeinem Typen. Die ist dann total traurig und weint und ist fertig mit den Nerven. Das ist echt hart, wenn du sowas machst und dann haben irgendwie sau viele Paparazzis deine Nacktbilder. Guter Content, ne, ProSieben? Ja, fantastischer Content. Nachdem die Produktion bzw. ProSieben dann gemerkt hat, dass diese junge Frau richtig seelisch fertig ist davon, dass es dieses Foto von den Paparazzi gibt, benutzen sie genau das Bild noch fürs Thumbnail. Angenehm. Die Unterstellung, dass die Produktion genau das natürlich als Ziel und als Plan hat, liegt sehr nah. Die Produktion wusste, dass das passiert, sie hat damit geplant, dass das passiert. Man hat absichtlich diese Mädchen in eine Situation gebracht, in der sie nochmal mehr belastet werden, als es nötig wäre. Und dann hat man Drama dafür bekommen. Nice, so geht man mit Menschen um. Also an so einer Stelle ist es ziemlich offensichtlich, dass die Produktion bzw. ProSieben oder Heidi Klum Menschen aktiv, bewusst seelische Schmerzen zufügen, damit sie danach aus ihren Tränen Profit machen können. Außerdem berichten verschiedene Teilnehmerinnen davon, dass ihnen der Zugang zu einem Arzt viel zu lange verwehrt wurde, als sie verletzt war. Gestern TikToks geguckt, da hatte einer erzählt, die hatte sich irgendwie den Arm gebrochen und 3 Tage später kam erst der Arzt. TikTok explodiert ja gerade von Bibi und Julienkos Trennung. Und von Germany's Next Topmodel. Wann bringt sie endlich Topmodel für Männer? Ich möchte auch auf dem Laufsteg rumstolpern und mich in der Öffentlichkeit auf einer nackten Frau fotografieren lassen. Diversity ist wichtig. Jeder hat ein Recht drauf, von Heidi blamiert zu werden. Teilweise werden ernsthafte Verletzungen von Shootings einfach verschwiegen. Hat man das eigentlich in die Serien gesehen, dass ich mir bei dem Shooting einen Arm gebrochen habe? Also, wir haben auf der einen Seite verschiedene Teilnehmerinnen aus verschiedenen Staffeln, die alle in die ähnliche Richtung Vorwürfe erheben. Nämlich, dass die einzelnen Frauen als Individuen völlig egal sind und sie sogar aktiv dahingehend strapaziert werden, dass es ihnen körperlich nicht gut tut oder dass es ihnen seelisch nicht gut tut, damit man daraus Content machen kann. Aber es geht noch weiter, denn was ist, wenn das nicht ausreicht, um genug Drama für die Produktion zu haben? Naja, dann könnte man ja etwas nachhelfen. Fakeness! Oh, wer hätte gedacht, dass die Show fake ist? Bist du dir das einfach so gefallen? Dass es im Unterhaltungsfernsehen ziemlich viel Fakeness und Verarsche gibt, ist hoffentlich jedem klar. Ja, also hoffentlich neben auch. Der Klatschpresse ist, glaube ich, das Unterhaltungsfernsehen so auf dem höchsten Level von Zuschauerverarschen. Also es gibt auch auf jedem anderen Medium viel Fakeness. Es gibt auch auf YouTube viel Fakeness. Aber kein deutscher YouTube-Kanal ist ansatzweise auf dem Fakeness-Level, wie es Teile der deutschen Fernsehlandschaft sind. Wer das noch nicht verinnerlicht hat, der ist, glaube ich, einfach naiv. Ein mehrfacher Vorwurf auch gegenüber Germany's Next Topmodel ist die Manipulation von Statements der Teilnehmerin. So erzählen Kandidatinnen zum Beispiel, dass Aussagen strukturell und gezielt aus dem Zusammenhang gerissen werden. Die Frage war zum Beispiel, wie fandest du denn, dass Aminata zu Natalie gesagt hat, du Schlampe? Und dann sagst du zum Beispiel als Antwort, ja, fand ich super uncool, dass sie das gemacht hat. Dann haben sie also diese Aussage, fand ich super uncool, dass sie das gemacht hat. Und dann passiert aber 3 Wochen später was komplett anderes. Und dann können sie aber diesen O-Ton nehmen und auf die Situation schneiden. Eine andere Manipulationstechnik, von der berichtet wird, ist, dass die Kandidatinnen immer die Fragen selbst aufgreifen müssen in ihren Antworten. Du musst die Frage wieder aufgreifen. Was heißt das so genau? Naja, eine Redaktion fragt dich, also die Leistung von Tamara waren ja diese Woche überhaupt nicht gut. Würdest du sagen, sie kommt trotzdem weiter? Und du sagst, ich glaube schon. Hey, 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 Frage wieder aufgreifen. Ja, also Tamaras Leistung war diese Woche überhaupt nicht gut. Ich glaube aber, dass sie weiterkommt. Trotzdem weiterkommt. Bam! Du hast jetzt einen Satz und zwar, Tamaras Leistung war diese Woche nicht gut. Das kam nicht aus meinem Mund. Ja, auch das, was Fabian gesagt hat. Fabian cuttet ja auch meine Videos. Und er meinte halt auch, mit so einem Edit kannst du halt wirklich alles machen. Also du kannst ja Sachen so reinkarten, wie du gerade Lust und Laune hast. Du kannst ja komplett alles aus dem Zusammenhang nehmen. Außer die Vlogs von Alexa, die sind gar nicht fake. Guckt euch alle meine Vlogs an, die sind
Super cute. Und mit solchen Techniken kann man natürlich jede Person als Zicke, als süßes Girl, als nettes Mädchen oder was auch immer darstellen. Solange du genug Footage hast und sogar noch diese Techniken hast, dann kriegst du alles hin, Digga. Aber die vorgeworfenen Manipulationstechniken gehen noch weiter. Denn verschiedene Teilnehmerinnen erzählen oder bestätigen, dass die Redaktion aktiv lügen würde, um, ich sag mal, Zwietracht zu säen. Also zum Beispiel, dass die Redaktion zu einer Teilnehmerin hingeht und dann sagt, ey, pst, die da hinten übrigens, die finden dich total doof, die lästern gerade über dich. Willst du das nicht mal mit denen klären? Willst du die nicht mal da konfrontieren, dass sie über dich lästern? Und geh mal hin und sei ne Bitch! Dann geht die Teilnehmerin zu denen hin und die zanken sich natürlich. Und auch hier wieder, solche Maschen sieht man sogar teilweise in der Show. Ich gehe jetzt nicht wegen Noella, sondern... Also sie will gehen und sie sagt Heidi ganz explizit, ich gehe nicht wegen Noella. Aber das wäre ja einfach eine normale, erwachsene Entscheidung, dass man gehen möchte. Was macht Heidi also daraus? Die auf dem Heimweg schon ist. Die, echt? Ja, die Show verlassen hat. Wie kann das? Aufgrund Noella. Das ist eine fucking erwachsene Frau. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat Heidi explizit gesagt, hey, ich gehe nicht wegen Noella, sondern aus den und den Gründen. Und als die Kameras dann aus waren, hat sie gesagt, weißt du was, mir fällt gerade ein, ich gehe doch wegen Noella. Entweder das und das haben die dann halt nicht reingeschnitten. Oder Heidi lügt die Mädels an. Ey, das ist doch so Grundschule-Schulhof-Niveau. Ja. Ey, da hinten, der hat deine Mutter beleidigt. Lässt du dir das einfach so gefallen? Ich würde mir es nicht gefallen lassen. Und diese offensichtlichen und lächerlichen Versuche, zwei Frauen gegeneinander aufzusetzen, sind ja nur die, die ausgestrahlt wurden. Es ist sehr plausibel, dass das nur die Spitze des Eisberges ist und die meiste Manipulationsarbeit hinter der Kamera Ja. Wäre ja viel sinnvoller. Aber die Manipulationsvorwürfe gehen sogar noch weiter, weil vorgeworfen wird, dass die eigentliche Competition, das, worum es irgendwie ja in der Sendung geht, als solches manipuliert werden würde. Also eben in anderen Worten, für die Produktion ist es völlig egal, ob die besten Mädchen weiterkommen, sondern es geht darum, dass die weiterkommen, die am meisten Quote machen, die von der Storyline am sinnvollsten sind, damit die meisten Leute einschalten. Wir laufen ja nicht nur einmal vor und zurück, so wie ihr das seht, sondern wir laufen 2 bis 3 Mal vor und zurück. Es ist ein minutenlanger Walk, der für euch dann in 3 bis 10 Sekunden zusammengeschnitten wird. Und ungelogen, ich laufe, ich verkacke dermaßen, ich merke das ja, rutsch hier mal raus, hier mal ein kleiner Stolperer. So, da habe ich nicht die Kurve gekriegt, wirklich. Komm mal an. Wow, Liana! Du kannst so gut laufen. Der Designer meinte nur, wow, hast du mein Kleid verkörpert? Das war der Burner. Und ich nur so, boah, Leute, ich weiß gerade, ihr zählt die größte Scheiße. Ihr wisst gerade, ihr zählt die größte Scheiße. What the fuck? Ab dem Moment wurde mir klar, es geht hier nicht um Leistung. Das sagt Liana und eine andere Teilnehmerin, die übrigens Lianas Schilderung alle bestätigt hat, erzählt sogar davon, dass Instagrammerinnen teilweise schon vorher zugesagt wird, wie weit sie kommen würden, garantiert, wenn sie mitmachen würden. Diese Herangehensweise, dass man schon verhältnismäßig reichweitenstarke Leute ranzieht und sagt, hey, du kommst mindestens so und so weit, kann ich übrigens bestätigen, dass es bei mir mal bei so einer, ich sag mal, Gesangscasting-Show passiert. Also relativ am Anfang meiner YouTube-Karriere wurde mir auch zugesagt, hey, wenn du hier beim Casting mitmachst, kommst du mindestens so und so weit. Ich habe die Nachrichten aber nicht mehr, deswegen möchte ich jetzt nicht den Namen von der Casting-Show droppen. Außerdem Save, DSDS oder Deutschland sucht den Superstar, ne? Irgendwas mit Musik ist ja bei Rezo. Kann Dieter Bohlen da gar nichts zu. Aber zurück zu Germany's Next Topmodel, denn auch Körperverletzung, Missbrauch, Mobbing, Manipulation und Falschdarstellung gibt es nämlich noch weitere. Zum Beispiel darüber, dass Teilnehmerinnen aktiv US-Behörden anlügen sollen, damit die Produktion Steuern sparen könnte. Aber dieses Video ist vor allen Dingen dafür, dass es relativ spontan ist, eigentlich schon viel zu lang. Und ich möchte die Zeit lieber nutzen, um noch über einen anderen, sehr bekannten Toxic Trait von Heidi und ihrer Sendung zu sprechen. Body Shaming. Ich brauch das. Ich glaube, das ist der krasseste Punkt, den nun mal Germany's Next Topmodel schon immer hat. Dazu gar nicht viel sagen. Ich lasse die Clips einfach für sich sprechen. Let's do this. Das für das Model ist zu viel, das gut. Es sieht besser aus, wenn sie seitwärts ist. Sonst sieht sie zu breit aus. Du nimmst dir dann ein Stück Obst und schiebst dann darunter her direkt noch so einen Riegel mit da rein. Bleaching kann man bei dir machen. Okay. Du musst rein, du musst ihn ganz hart machen. Hart muss er sein, der darf nicht squishy sein. Und deswegen. Was für squishy, Alter? Die hat da gar nichts, einfach so richtig flacher Bauch. Wir müssen jetzt sehen, wie du dich verbessert hast. Vorher 98, jetzt 100. Das ist einer der heftigsten Clips, wo zwei erwachsene Männer ein junges Mädel vor laufenden Kameras den Umfang und so messen, ne? Und dann so 100. Sie ist fett. Jahrzehntelang Frauen fertig gemacht, ne? Wegen irgendwie 1 Gramm zu viel. Und jetzt auf einmal sind sie diverse geworden. Jede Körpergröße ist wundervoll.
Jede Konfektionsgröße ist toll. 100. Vorher war 98 eigentlich schon viel. Eine hohe Zahl. Ja. Ja, ja, weiß ich auch. Deswegen bin ich jetzt geschockt, dass da jetzt 100 steht. Es sieht einfach nicht mehr ästhetisch aus, wenn man zu viel Knochen und zu viel... Es sieht einfach zu hager, zu mager aus. Viel ist zu viel, zu wenig ist zu wenig. Irgendwie, man muss halt, es gibt nur dieses eine Perfekte. Ich finde es schon hart, dass normal auch so eine Frauen Plus Size genannt werden. Oder ich finde es auch richtig heftig. Im letzten Clip hat sie übrigens wieder über eine Minderjährige gesprochen, die sie gerade dazu gepusht hat, sexy vor der Kamera zu sein. Oder hier eine andere, die wegen einer nicht wirklich ungefährlichen Krankheit ein bisschen zugenommen hatte. Bist du es wirklich, Isabella? Isabella, meine Güte, auf die habe ich mich eigentlich gefreut. Das war zuerst mal für uns ein Schock. Isabella. Auf einmal hat eine andere Isabella vor uns stehen. Vollkommen normales Mädel, ne? Also absolut normale, gesunde Figur, würde ich tatsächlich sagen. Hat sich schlichtweg verdoppelt. Ey, ohne Scheiß, Heidi und auch deine Schergen da, völlig unabhängig davon, wie mager ihr seid oder was für fresche Lederjacken ihr tragt, seid einfach menschlich hässlich. Ja! Ich glaube, ich muss ja auch niemandem... Oh mein Gott, endlich sagt er es einfach. Menschlich einfach nur, also sorry, aber ekelhaft. Erzählen, wie fucking toxisch und schädlich das ist. Und zwar völlig egal, ob man das durch solche expliziten Äußerungen macht oder implizit, indem man zeigt, dass Mädchen ihre Süßigkeiten vor Heidi verstecken müssen. Denn man darf keine Kekse essen. Kyla hat genau darüber auch ein sehr, sehr starkes, gutes Video gemacht. Verlinke ich euch mit Alicias Video auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und da gibt es auch spannende Untersuchungen zu. Zum Beispiel hier eine vom Bundesfachverband für Essstörungen, wo fast ein Drittel der Betroffenen angegeben hat, dass Germany's Next Topmodel für sie entscheidend für die Krankheitsentwicklung war. Ein fucking Drittel. Und da gibt es auch noch ein paar andere Studien und Untersuchungen zu, zum Beispiel eine wissenschaftliche Untersuchung, bei der gezeigt wurde, dass Germany's Next Topmodel bei Frauen zu Körperunzufriedenheit führt. Okay, kommen wir zum Fazit. Fazit, Germany's Next Topmodel muss A, abgesetzt werden, B, Heidi Klum sollte endlich verboten werden. Und ich finde tatsächlich, da muss mehr aufgeklärt werden, sehr, sehr viel mehr aufgeklärt werden. Vielleicht, ich hätte einen Vorschlag, vielleicht anstatt mal irgendwie Germany's Next Topmodel Staffel auszustrahlen, die wieder anzusagen, besonders für junge Mädels, die freuen sich da safe drauf. Und dann einfach mal, anstatt Germany's Next Topmodel rauszubringen, einfach mal so eine aufklärende Sendung über Essstörungen, über toxisches Verhalten, über diese ganzen furchtbaren Dinge, einfach genau zu der Sendezeit, wo Germany's Next Topmodel kommt. Wäre das nicht mal was? Als allererstes möchte ich meinen Respekt vor den Opfern aussprechen, die teilweise trotz Knebelverträgen, NDAs oder anderen Methoden eben laut werden. Wie anfangs gesagt, habe ich nie wirklich Germany's Next Topmodel geguckt. Also ich wusste natürlich das grobe Prinzip, ich kenne so einzelne Memes und Clips daraus, aber ich wusste nicht wirklich, wie die Sendung so ist. Und jetzt, nachdem ich so ein bisschen mehr weiß, wie die Sendung ist und viele Clips daraus gesehen habe, habe ich eigentlich nur eine Frage. Wie kann diese Sendung und insbesondere Heidi Klum noch nicht gecancelt sein, während all diese Sachen, die ich in diesem Video aufgezählt habe, irgendwo anders passiert, zum Beispiel bei einem deutschen YouTuber, dann würden wir das nicht tolerieren. Also wieso sagt man beim Fernsehen, ja, ist nicht so cool, aber eigentlich wird das dann so hingenommen. Wir haben strukturelles Bodyshaming und Belege dafür, wie negativ und toxisch sich diese Sendung auf Millionen von jungen Frauen ausgewirkt hat und immer noch auswirkt. Wir haben harte Manipulationsvorwürfe von verschiedenen Seiten und diese Vorwürfe sind nicht nur dadurch, dass es von verschiedenen Seiten kommt, relativ glaubhaft, sondern auch dadurch, was man in der Sendung sehen konnte. Und das wäre dann eine aktive Inkaufnahme von Körperverletzung für Quote. Wir haben außerdem mehrere Vorwürfe wieder von verschiedenen Seiten bezüglich unterlassener Hilfeleistung. Und vor allen Dingen haben wir ernstzunehmende Missbrauchsvorwürfe gegenüber einer Ende 40-jährigen Multimillionärin. Gegenüber eines sehr, sehr mächtigen Menschen, der große Macht über viele junge Frauen hat. Und der diese Macht über Jahre strukturell dazu benutzt hat, junge Frauen und minderjährige Mädchen vor all unseren Augen ganz offensichtlich dahingehend zu manipulieren und zu drängen. Für Content nicht nur zu weinen, zu leiden und zu streiten, sondern sich eben auch für Profit auszuziehen und gegen den eigenen Willen zu sexualisieren. Ja. Ja, Digga. Ich bin raus. Es ist furchtbar, was seit 16 Jahren bei Germany's Next Topmodel passiert. Und darüber muss geredet werden. Und irgendwo muss ein bisschen auch eine Wiedergutmachung passieren. Oh, wait, ich hab's. Dankeschön. Und so weiter wie bisher. Liebe Kritiker, ich muss Sie leider enttäuschen. Wir machen genauso weiter wie bisher. Schöne Frauen? Ja, das ist ein Applaus wert. Ja. K-
Cancelled, cancelled. Diese unfassbar widerliche Frau. Schrecklich, schrecklich. Ja, schöne Frauen gibt es in allen Farben, Formen und Altersklassen. Und das haben wir dieses Jahr bewiesen. Und das werden wir auch nächstes Jahr wieder tun. So, liebe Kritiker, ich bin mal kurz kotzen. Alter, diese Frau, wirklich furchtbar. Das ist also das Statement von Heidi Klum. Habe ich das Scheiterhaufen gehört? Ja, oder? Ich habe auch das Gefühl, das Publikum hatte gar keine Ahnung, was da überhaupt für Kritik kam. Und das Krasse ist, was sie ja gerade sagt, also jede Frau ist schön, alles ist toll und dieses Jahr machen wir Diversity. Also ich habe da schon alles geändert. Ich bin doch jetzt Diversity. Ich liebe Diversity. Liebe, liebe, liebe. Fick dich, Heidi Klum. Peace and out. Ich finde, da gibt es nichts mehr dazu zu sagen.